Recht herzlich willkommen zur 47. Folge von Europa Universalis 4 mit Frankreich. Ja, sind wir in unserem Land drin, wissen nicht, was wir tun sollen. Aber irgendwie kriegen wir das schon hin, ne? Das größte Problem ist eigentlich, dass wir... Castile sieht Frankreich nicht länger als Rivalen an. Okay, das ist schön. Ich mach mal gerade wieder eine Pause rein. Das ist hier mein König. Wir sind außerdem uns das Würzburg, das ihm von uns groß die Verlegenheit auf Militär zu gefunden hat. Okay, das ist egal. Oh, ein Mann ist gestorben. Auch schade, ne? Dann gucken wir mal rein. Hier haben wir aber noch alles. 8, 3 und 4. Ja. Wir gucken mal gerade hier durch, wenn wir hier schon bei sind. Unsere Feinde sind nur noch England und Österreich. Das ist schon mal gut. England. Castile. Klicken wir, um Rivalen zu ändern. Ja, machen wir Portugal daraus, genau. Okay. Ja, das sind unsere Rivalen. Portugal auch, weil die wollen ja ihre Nationalisten da uns gegenüberstimmen. Dann sind das auch unsere Feinde. Gut. Was machen wir dann? Was ist denn hier so England? Frankreich und Castile sind deren Feinde. Das ist doch schon mal schön, dass Castile auch deren Feind ist. Und dann müssen wir mal gucken. Hat Castile nur England? Okay. Rivalen sind Tunesien und die... Wie heißen die? Mamelucken. Ach, die Mamelucken. Okay. Ich hatte erst Manschetten gelesen, aber was anderes. Die hat man vielleicht. Gut. Gucken wir mal weiter durch hier. Aber ich glaube, da müssen wir hier drauf... Nee, da drauf klicken auf unser Land. Nee, das passt, das ist unseres. Okay, das ist natürlich cool hier. Derzeitige Inflation 0,0. Bilanz 3,97. Könnte ein bisschen besser sein, wenn wir ein bisschen mehr Geld haben, ne? Darlehen brauchen wir nicht tilgen, haben wir. Das ist auch gut. Ja, hier haben wir eine Handelsübersicht dann. Gut, alles prima, alles grüne Zahlen hier, was wollen wir mehr, ne? Aber 39 Cent oder was das auch immer sind, ist nicht viel. Ja, Bordeaux leitet um und so, ne? Frankreich-Händler hier, Handelseinfluss wird übertragen und da auch. Rheinland und Bordeaux. Bordeaux überträgt. Aber da müssen wir die Handelskarte mal aufmachen, sehen wir das. Überträgt nach hier. Und Rheinland überträgt nach hier. Okay, das können wir so lassen, das ist ja alles gut. 0,3, 1,0, ja. Hier haben wir 0,0, das ist auch nicht so schön. Wie haben wir denn da den Handelseinfluss? Das sind wir hier. Frankreich hat 47% Einfluss. Und hier haben wir weniger. 31%. Ja, das ist jetzt hier aber unser Haupthandelshafen. Und wie sieht das hier aus? Relativ wenig, aber naja. Ärmelkanal, sieht das besser aus? Auch nicht. Und hier unten ist noch Genua. Ja, da sind wir auch nicht gerade gut bei. Gut. Lassen wir erstmal so. Achso, hier müssen wir noch weiter gucken, ne? Ja, hier sind wir mit der Werkstatt bald soweit. Feudalmonarchie, ja. Wie viel sind das? 436 Punkte, wir haben 410, also nur noch 26 Punkte, dann geht's da auch weiter. Karaken, Karavellen, da ist nichts los, das haben wir gerade hier gemacht, ne? Da hatten wir was hatten wir denn da? Irgendeine Baracke? Nein, die Baracken nicht, oder? Doch. Ja, sehen wir dann. Ja. Da fehlt's uns, glaub noch. Wir haben Stufe 5 und 7. Das heißt, wir müssen definitiv hier weiterkommen. Aber das ist ja gleich Stufe 6 schon mal. Da ist ja schon mal ein Schritt dann voran. Ja, das Ziel hier ist natürlich super schäbig. Ja. Verlegt den Hof nach Versailles. Mhm. Ich weiß gar nicht, was wir hier machen sollen. Ich wollte eigentlich die Engländer hier raus haben, aber da sind wir ja ziemlich weit weg momentan, ne? Tja.
Da kriegen wir 10 Prestige, erhalte 33, erhalte 2 Grundsteuer in Ile-de-France, ja. Ehrlich Prestige plus 0,5. Toleranz der Heretiker plus 2, religiöse Einheit plus 25. Naja, Freibeutereffizienz plus 25, Embargo-Effizienz plus 10, bessere Beziehung minus 10. Katholizismus erhalten plus 0,1%. Tja. Freier bekommt Religionsverbreitung bis 2. Ah, okay. Missionsstärke plus 1. Ah, das sind alle Sachen, die wir. Toleranz Heretiker. Missionswert, Stabilisierungskostenmodifikator minus 8% plus Nationalsteuermodifikator, das wäre nicht schlecht. Ja, aber das wollen wir jetzt alles nicht machen. Gucken wir weiter. Ja, das sind die Dingens. Portugiesischen Nationalisten. Kirche, ja. Wird nichts angezeigt. Auch schön, ne? Provence? Oder wer ist das? Neapel kontrolliert die Politik der Kurie. Okay. Truppen 30 von 32 und 6 von 12 bei den Schiffen. Das ist natürlich nicht so dolle. Okay. Admiral, brauchen wir den? Ne, ich glaube nicht, ne? Und der letzte Punkt geht da nicht. So, dann wollen wir mal weiter gucken, was wir machen können. Gehen wir mal auf die politische Karte. Ja, hier hat sich ja durch die Provence was verändert, ne? Das ist noch ungewohnt. Aber hier, das war doch auch schon Provence, ne? Das ist Avignon. Die sind irgendwie selbstständig geworden. Kann das sein? Und 105. Beziehung verbessern bei den Spaniern durch. Naja. Dann rufen wir den Diplomaten da ab. Jetzt ist er frei. Einflussaktionen. Oder Beziehungsaktionen. Beziehung erstmal verbessern. Ne, wir haben 25, können ruhig besser werden. Das ist ja kein Ding. Orléanais ist nicht mehr Kardinalsitz. Schade. Bestochen. Super. Alencon hat sich um 30% geändert. Okay. Da sind die hier, ne? Das ist ja schon komisch, ne? Dass die jetzt ein 200 hier. Beziehung verbessern. Könnten die Vasalisierung anbieten, wenn wir einen. Ja. Müssten wir nur einen Dingens frei haben. Sag schon, einen Diplomaten. Wieso sind hier so viele Armeen einzeln? Sind die das hier? Ah, ich glaube, die sind alle gar nicht verbunden. Dann machen wir das doch mal, oder? So, automatisch speichern. So sieht das besser aus, oder? 10 und 20 haben wir. Flotten Nummer 6. Ja. Wie sieht's das denn hier aus? Oh. Heintau. Da geht noch nix. Da auch nicht. Aha. Schon wieder einer gestorben.
Ja, okay. Alles halb so wild. Ja, ich glaube, wir müssten hier den Diplomaten da mal hinschicken und das hier können wir mal abbrechen, wa? Einflussaktion. Oder? Ne, lass das erstmal hier besser werden, ne, oder? Ja, machen wir. Und dann gehen wir erstmal hier hin und gucken, dass wir den als Vasall kriegen. Zen, das ist schon mal gut. Großartig. Okay. Mein König hat ihren neuen Feind den Krieg erklärt. Ungarn. Okay. Gut, das können wir erstmal so lassen. Kinderbeziehung verbessern? Ich glaube ja, ne? Weil das machen wir mal gerade noch. Oder? Nee, wahrscheinlich geht das gar nicht mehr. Egal. Nee, was ich machen will, ist jetzt das eigentlich übernehmen, ne? Das ist jetzt unser Vasall, oder? Diplomatiekarte. Das ist unser Vasall. Da haben wir eine Staatsehe. Warum kann man da keinen Unterschied sehen? Auch doof, ne? Das ist unsere Kernprovinz. Genauso ist es. Wir haben Anspruch da drauf. Da auch. Ja. Gut. Beziehungen machen wir da besser. Und Geheimdienstaktion, was können wir da noch machen? Okay. Anspruch haben wir doch da schon drauf, ne? Genau so ist es. Ja, gut. Aber momentan können wir nicht so ganz so viel machen, ne? Ungarn, was war mit Ungarn? Unsere Feinde greifen da irgendwen an. Polen besetzt Ungarn. Oh, jetzt fehlt da einer. Okay, müssen wir gucken, dass wir einen Berater kriegen. Machen wir gerade Pause. Können wir uns nur den untersten leisten. Die anderen sind beide zu teuer. 14,2 monatlich. Moral der Flotte hebt er. Aber das gefällt mir ja gar nicht eigentlich, ne? Aber machen wir mal, oder? Entlassen können wir den immer noch. Gut. Ah. Haben wir schon? Können wir, ne? 406. Wir haben wie viel? 578. Gut. Machen wir. Werkstatt haben wir jetzt. Ja. Gut. Und können wir denn was bauen? Das ist die nächste Frage, ne? Gucken wir mal rein. Die Werkstatt ist hier. Jetzt müssen wir nur in unser Land mal gucken. Da geht sogar einiges, ne?
Da geht's. Zusätzliches Einkommen. Komm, machen wir. Okay, geistige Umnachtung, alles klar. Führungshilfe für das Militär verlangen, Führungshilfe für die Verwaltung verlangen. Verlieren wir immer 10 Prestige, ne? Und Geld verlieren wir da auch, beides gleich. Das ist doof. Alte 25 administrative Macht. Alte 5 Armeetraditionen und alte 5 Flottentraditionen. Okay. Administrative Macht. Die brauchen wir natürlich, um stufentechnisch weiter hochzukommen, ne? Stufe 6 haben wir. Ja, ich glaube, wir kümmern uns um die Geschichte, damit es vorangeht. Wie viel brauchen wir denn da? 442 Punkte, haben wir schon die Hälfte fast. Okay. Wir müssen das vorantreiben, dass wir die administrative Macht hier erhöhen, damit wir Stufe 7 erreichen, damit wir was freischalten können. Okay. Was sind wir denn hier mit Platz 5 unterwegs? Ja. Diplomatie. Einfluss. Annexion fordern. Okay, sollten wir mal drüber nachdenken. Die Spannung an der Grenze zu haben, das geführt, dass wir einen Anspruch auf Beira haben. Okay. Wo ist Beira? Da ist Beira. Ja, ist doch schön, ne? Wie sieht's denn bei den Portugiesen so aus? Okay, die Provinz müssten wir erobern. In dem Sinne. Aber dafür müssten wir erstmal gucken, wer Portugal so... Marokko? Tunesien? Und Frankreich sind die Feinde. Das ist ja schon mal gut, ne? So, und wer ist mit denen verbündet? Mit Castille, okay. Ja. Schwierig, ne? Castille im Bündnis mit Österreich. Bündnis mit Portugal. Und Bündnis mit Neapel. Wenn wir das da angreifen würden, ne? Ja, da können wir jetzt nicht reingucken, leider. Ja, erstmal machen wir da weiter. Die Beziehungen verbessern wir mal nicht mehr. Ja, senden. So. Jetzt müssen wir nur gerade die Pause rausnehmen, damit wir das auch sehen. Ach Quatsch, wo sind wir denn jetzt hier? Annexion. Okay, das geht noch nicht. 10 Jahre lang müssen wir Vasall sein, alles klar. Oh, Schottland. Okay, dann werden die jetzt dann nächstes Jahr noch anders werden, oder was? Ah. Immer mehr, das ist Provence, ne? Ne, Neapel ist das, okay. Alles klar, aber wir wollten mal hier unten vorbeigucken. Na, jetzt ist gerade wieder Pause, wegen Autosave. Weil hier wollten wir ja... So, jetzt machen wir mal gerade eine Pause da rein. Gucken, was passiert in Castille. Ja, die helfen denen, ne? Und uns hilft keiner. Das ist aber schlecht, ne? Gut, dann müssen wir mit Castile noch die Beziehungen verbessern.
Haben wir Kastil? Ja, Beziehung verbessern. Denn geht das überhaupt noch? Weiß ich gar nicht. Naja, auf jeden Fall arbeiten wir dann, dass wir dann vielleicht die Portugiesen angreifen können, ohne dass uns einer angreift. Aber die sind natürlich auch schon ziemlich stark, ne? Rekrutieren geht da noch. Wir haben noch zwei Armeen über in dem Sinne. Langbogen. Ach so, da müssten wir auch mal gucken, ne? Was wir da machen. Jetzt weiß ich gar nicht, was wir da drinnen stehen haben. 8000 Kavallerie, 1000... Nee, 8000 Infanterie. 1000 Kavallerie und 1000 Artillerie. Und was ist hier los? Nix, plattes Land. Okay, das würde bedeuten, wir müssten gegen diese Truppe ankämpfen. 721. Die haben mehr Reiterei. Das würde bedeuten, wir müssen definitiv die Reiterei noch verstärken. Das ist jetzt gerade falsch gelaufen. Wieso habe ich jetzt... Ach so, da zurück. Das heißt, wir holen uns da 1000 Mann und... Waffenträger oder Langbogen? Langbogen. Ja, die sind hier defensiver und die sind offensiv. Gut. Passt erstmal. Ach, die ziehen jetzt auch noch weg. Guck mal an. Ja, müssen wir mal gucken, was wir da schaffen oder nicht schaffen. Staatsehe ist vorüber, okay. Machen wir gerade Pause. Ah, jetzt haben wir maximalen Wert 100. Wenn wir da den maximalen Wert 100 haben, können wir denen jetzt keinen Krieg erklären, weil wir keinen Mann frei haben. Achso, da müssen wir gerade nur, glaube ich, laufen lassen. Achso, nee. Ach, Quack. So. Weichen wir ab. Das hat auch schon. Ach, habe ich auch nicht abgebrochen. Super. Okay, abgebrochen. Beides. So. Jetzt gucken wir erstmal bei Castile nicht rein, sondern bei Portugal rein. Shit. So. Portugal. Diplomatie. Krieg erklären. Oh, jetzt würde England dazu stoßen. Hainau würde uns unterstützen. Ah, die Kurie ändert sich da. Machen wir Pause. Ja, wenn die Engländer da eingreifen, ne, dann lassen wir die Finger davon momentan. Das ist ja wieder doof gelaufen, dass Portugal mal mit England wieder was hat. Haben wir hier Portugal? Ja. Die waren doch keine Freunde mehr. Bündnis mit England war doch auch vorbei. Hm, sowas Doofes jetzt aber auch. Gut, dann können wir da jetzt nichts machen gerade. Also Beira muss noch warten. Wie sieht's mit Castille aus? Navarra. Die sind jetzt mit England Feinde. Ja, da können wir jetzt nichts machen. Aber ich würde auch mal sagen, wir machen erstmal wieder eine Pause. Und schauen dann weiter, wie wir vorankommen. Zurzeit läuft es ja einigermaßen. Da müssen wir erst noch 10 Jahre mit verbündet sein, ne? Ne, Bündnis nicht. Annexion, okay. Warten wir ab. Gut, okay. Aber erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.